Zwei Helden sind noch übrig bei Paladins, zumindest bei dieser ersten Version. Und das ist unter anderem Barrick, der Zwerg, mit der Shotgun. Und der sieht so ein bisschen aus, als hätte er irgendwie so eine StarCraft-Rüstung an. Oder die Überbleibsel von so einer StarCraft-Rüstung. Und sieht nicht der Zwerg bei Overwatch fast genauso aus? Aber naja, ich weiß es nicht genau. Ja, das ist der vorletzte Held, wie gesagt, dieser allerersten Closed-Beta-Phase. Und hier unten sieht man es. Ich nehme keine Punkte mit. Außer diesem Gold. Ich weiß nicht, ob ich damit später irgendwann mal freischalten werde können. Aber das muss wohl alles noch kommen. Ich kriege ja hier auch momentan keine weiteren von diesen Truhen. Vielleicht bin ich aber nur zu schlecht. Und das könnte hier die Bezahlwährung sein. Mal schauen, was da noch so kommt. Wie gesagt, bis jetzt ist da einfach noch nicht so wahnsinnig viel drumrum gebaut. Wir werden jetzt wahrscheinlich erstmal so ein bisschen das Core-Gameplay sich anschauen und dann nach und nach neue Features reinsetzen, sich das alles mal ein bisschen ja, im Live-Betrieb anschauen und dann wachsen lassen. Mal schauen. Ich glaube, es ist auch noch ein bisschen. Sie haben noch ein bisschen Geld übrig von Smite. And so it begins. So, was haben wir denn? Increased Turret Attack Speed bei 100%. Nehmen die Chance mit, meinen Imbrand zu setzen. Ah, das ist gar keine Shotgun. Das ist auch eher so eine Fernwaffe. Das ist ja interessant. Das scheint. Es gibt übrigens kein über Kimo und Korns hier, ne? Ich habe nicht wahnsinnig viel Leben. Also 2000 Punkte sind jetzt nicht unbedingt der absolute Oberhammer. Es ist nicht das Niedrigste, was ich bis jetzt gesehen habe. Aber es ist weit weg zum Beispiel von dem Fernando. Oder diesem Mönch mit der. Mit der Dings, mit der. Mit der. Black Cannon. So, ich habe eine Barrikade und ich habe einen Turret. Und ich habe den Tod. Siehst du, ich habe mich noch gar nicht informiert, was ich für Fähigkeiten habe. Also, ich kann eine Barrikade platzieren. Ich kann einen Turret platzieren. Ein Guided Rocket Charge. Was ist das? Also, halt so nach vorne stürmen. Ach, der reitet das Ding ja auch niedlich. Ein paar mehr Maps wären schön. So. Kommt hier lang, also stelle ich mal den Turret hier hin. Ah, die kommt hier doch nicht lang. Warum nehme ich denn nicht meine blöde Barrikade? Doch doof. Da sind da schon so wenig Fähigkeiten dabei. Ich vergesse sie trotzdem. Ich bin aber auch so ein One-Track-Minded Guy. So rum. Ich kann halt immer nur so maximal eine Sache. Was habe ich denn? Den Turret platzieren? Den platziere ich aber lieber. Ich mal das mit der Barrikade. Kann ich dann durch die Barrikade durchschießen? Ja. Wollte da eigentlich mit Rocket Boots rauskommen, aber das hat nicht geklappt. Kann ich durch meine Energiebarrikade durchschießen? Das wäre jetzt mal eine interessante Frage. Jetzt nehmen wir erstmal. Oh. Ich mache, glaube ich, die Barrikade ein bisschen gefährlicher. Obwohl das mit dem Lebenspunkte verdoppeln natürlich auch extrem extrem cool wäre. Aber ja, was soll's. Yeah.
Oh nein, 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 nein. Lass mich wenigstens den Turret platzieren. Nein. Ach, verdammt. Vor allem, warum bleibe ich denn nicht weiter weg? Ich habe doch eher eine Waffe, die für die Entfernung gedacht ist. Wir haben noch nicht einen Punkt da gemacht. Okay, er hat hier schon aufgegeben. Ja, danke. Ich weiß, ich bin schlecht, aber ihr könnt gerne mitspielen. Der scheint so eine Art Artilleriegeschütz zu haben. Der kleine Fuchs. Dieser kleine Fuchs. Ach, die Barrikade hilft natürlich nicht, wenn einem jemand in den Rücken schießt. Es gibt so ein paar Figuren, die würden sich vielleicht in der Third Person sogar am Ende des Tages besser steuern. Ich muss ja gestehen, dass mir das in Star Wars Battlefront so überraschend viel Freude gemacht hat, das Spiel in der Third Person zu spielen. Viel mehr als vorher. Ja, also meine Schüsse gehen auf jeden Fall durch. Mal hin. Das war die Siege Weapon. Oh, das war ihre Bombe. Sehr schön platziert. Es ist wahrscheinlich nicht ideal, tatsächlich jeden Helden beim ersten Versuch einfach zu zeigen. Wahrscheinlich sollte man die irgendwie eher können. Das Mount, also das Rennen, hat auch einen Cooldown. Also es braucht nicht nur eine Ladephase, es hat auch einen Cooldown. Wie ich gerade bemerkt habe. So, jetzt lassen wir den Turret hinstellen. Ein Schild. Machen wir eher aus der. Oh! Da hat mir jemand eine Bombe in den Rücken gelegt. Ich glaube, ich versuche es jetzt mal ein bisschen aus der Entfernung. Ich habe schon gesagt, dass es keinen Kim und Korn gibt. Ich glaube ja. Ja, so in seiner ganzen Struktur ist das Spiel schon, ich würde sagen, Einsteiger geeignet. Klar, jetzt muss man mal ein bisschen gucken, wie kompliziert das dann mit den Karten und so wird. Gerade in dem Modus, wo dann wo sich die Leute dann die Decks bauen müssen, da ist es dann schon mal ein bisschen schwieriger, sicherlich auf Dauer. Wie, was ist denn das für eine Fähigkeit, die da einsetzt? Aber allgemein so, um da so ein bisschen Genre warm zu werden, glaube ich, ist das verhältnismäßig überschaubar. Figuren recht einfach zu verstehen sind, zumindest in ihren Grundzügen. Noch nicht so ganz in ihren Rollen vielleicht. Wie geiler, wenn das Ding ein bisschen Area of Effect hätte. Also da ist wirklich bis jetzt der Bogen immer noch das Geilste. So, ich nehme mehr Leben mit. Weil der Arme hält hier echt nicht viel aus. Ach nee, das ist ja die Barrikade, die mehr Lebenspunkte hat. Ach, ich dachte, ich bin das. Naja, egal. So ist der Zwerg. Wie heißt das Spiel? Ich hab den Namen des Spiels vergessen. Paladins. So heißt es. Das war der Zwerg. Und jetzt ist noch eine Figur übrig und die kommt dann in der nächsten Folge, bis dann wieder mal neue Figuren reinkommen. Bitte schreit mich nicht an, dass ich das Spiel nicht gut spielen kann. Das sind die ersten Versuche mit diesen Figuren. Soll auch erstmal warm werden. Na gut, das war's von meiner Seite aus. Bis zur nächsten Folge. Ciao.